Hallo, ich bin der Matthias. In diesem Video heute geht es um meinen Fidschi-Leguan, besser gesagt zwei, ich habe ein Tierchen. Und wenn ihr genauer seht, der Unterschied zwischen dem grünen Leguan und dem Fidschi-Leguan: die Rückenkämme sind nicht so ausgeprägt wie beim grünen Leguan, ziemlich klein. Und er wird auch nicht ganz so groß. Der Fidschi-Leguan kann nur 1 Meter werden, wobei der grüne Leguan 1,80 Meter bis 2 Meter lang wird. Wobei aber 2/3 auf den Schwanz fallen. Diese Tiere leben auf den Bäumen, auf den Fidschi-Inseln und sind sehr sonnenliebend, machen keine Winterruhe wie andere Echsen, sind aber in der Haltung etwas schwierig. Man muss also aufpassen, dass alles genau passt, die Temperatur, das Futter muss passen und sind auch etwas seltener in der Terroristik anzufinden. Ich habe auch 2 Jahre gesucht, bis ich das passende Paar gefunden habe. Entweder sind die Tiere waren entweder zu alt, was angeboten wurden, oder sehr überteuert. Okay, wenn man 2 so Leguane für 2000 Euro, ist schon jede Menge. Aber sie geben sehr viel Freude zurück, wenn man sie gut gepflegt hat und gut pflegt. Können sie eine Lebenserwartung von 25 Jahren erreichen. Und wie gesagt, es ist nicht so einfach in der Haltung. Ich habe es jetzt ungefähr 2 Wochen bei mir. Bis jetzt sieht es soweit gut aus. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass sie gesund bleiben oder gesund werden und groß werden. Die sind im Juni 2021 geboren, also gerade mal 4 Monate alt. Auf jeden Fall wunderschöne Tiere, wie ihr seht. Guck mal, das satte Grün des Weibchens. Wirklich mega. Okay, lasst euch die Tiere jetzt weiter beobachten. Später gibt es noch ein Haltungsvideo. Oder ab und zu mal ein Fütterungsvideo mache ich auch noch. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst bitte einen Like da. Ansonsten, see you later. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.